und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen und dieses Mal wird das sein OMG Tangram, Get the Robot und Modern Tale Age of Invention. Mein Name ist Gerald und wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört unter anderem diese Arc-Maus. Das ist eine Bluetooth-fähige Maus, die man in zwei unterschiedliche Zustände bringen kann. Einmal in diesen Zustand. Jetzt habe ich einfach ein sehr flaches Gerät, das ich aber nicht verwenden kann. Das heißt, das hier ist ein super Transportzustand, in dem ich das jetzt zum Beispiel in die Tasche stecken kann, ohne dass jetzt irgendwie das Ding hier die ganze Zeit Batterie verbrauchen würde oder was auch immer. Ist natürlich auch sehr flach dadurch und dementsprechend super leicht zu transportieren. Und wenn ich aber jetzt natürlich eine ergonomischere Form möchte, kann ich das hier in diese andere Form bringen. Habe jetzt eben eine ergonomische Form, die ziemlich gut in der Hand liegt. Jetzt ist das Gerät natürlich auch eingeschaltet und jetzt kann ich es einfach verwenden. Und nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktioniert auch das Foldable Keyboard. Das ist dieses Keyboard hier. Das hat einfach eine vollwertige 10-Finger-Schreibtastatur drauf. Bis auf den Keypad, also diesen Keypad-Bereich hier mit den Zahlen eben, den gibt es hier nicht. Einfach der Größe geschuldet. Ist also ähnlich wie bei zum Beispiel den meisten Laptops oder sowas. Gibt eben so Drittbelegungen, FN-Belegungen. Da gibt es dann zum Beispiel die F-Tasten und so drauf. Aber im Normalfall reicht das hier wunderbar aus für die meisten Anwendungen, die ihr so habt mit dem Smartphone zum Beispiel. Und auch dieses Gerät hat zwei Zustände, nämlich einmal diesen aufgeklappten und dann kann ich es auch einfach zusammenklappen. Dann habe ich hier so einen Magnetverschluss, also, kann man hier sehen, einen Magnetverschluss, der das Ding dann zu oder aufhält. Und auf diese Art ist das Gerät auch wieder ausgeschaltet, super geschützt natürlich auch. Und es ist einfach relativ klein und schmal, trotzdem nicht zu dick. Und ich kann es super irgendwo in die Tasche stecken und eben mit mir herumtragen. Und das macht die beiden Sachen eben so ein bisschen zu Brüdern, super eben, um sie transportabel zu halten in dem Fall. Ich schalte natürlich beide wieder ein, damit ich sie auch verwenden kann. Außerdem theoretisch auch noch möglich ist der Xbox One Wireless Controller. Ich habe aber dieses Mal kein Spiel mit dabei, wo das verwendet wird. Deswegen, der ist nur Zuschauer dieses Mal, tut mir leid. Und dann, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, brauche ich natürlich ein Continuum-fähiges Smartphone. Das ist dieses Lumia 950 XL, was ich hier habe. Das ist einfach ein Continuum-fähiges Smartphone, in dem Fall auch mit einem USB-C-Anschluss. Das heißt, ich kann eine Wired-Verbindung herstellen und gehe nicht über Wireless. Hat den Vorteil, dass es gleichzeitig auch geladen wird und die Latenzen ein bisschen geringer sind. Aber so im Großen und Ganzen kann man natürlich beide Formen verwenden. Und hinten drauf seht ihr ein Mozo-Cover, das ist einfach ein Mozo-Holz-Cover, dann nennt sich Zebra-Wood, ist das Typische, was ich eigentlich immer verwende. Demnächst möchte ich auch mal wieder umsteigen, vielleicht dann im nächsten Jahr, weil heute ist ja der 30., glaube ich, wenn ich irre. Ja, müsste der 30.12. sein. Und im nächsten Jahr werde ich vielleicht auch mal wieder die Leder-Variante rausholen, die ich auch noch habe. Was mich bis jetzt immer zu dem hier verleitet hat, ist, dass das einen sehr guten Grip hat. Also das ist einfach, hat eine schöne Textur hinten drauf. Es wird dadurch sehr, sehr, sagen wir mal, unanfällig dazu, dass man es fallen lässt oder so. Und dementsprechend fand ich das immer sehr cool bei dem Ding. Aber ich möchte einfach auch mal wieder was anderes ausprobieren. Deswegen werde ich einfach mal das Mozo-Cover demnächst dann mal wieder draufpacken. Mit dem Leder-Einsatz oder der Lederauflage drauf. Und dementsprechend geht aber natürlich beides, hat auch erstmal nichts mit der eigentlichen Funktionalität zu tun, denn was ich hier tue ist, ich nehme das USB-C-Kabel, das ich hier habe, verbinde das natürlich mit dem Smartphone. Das ist dann wiederum verbunden mit dem Display-Dock, das hier in der Seite steht, oder irgendeinem USB-C zu USB-Kabel oder HDMI-Anschluss oder so, was auch immer dann euer jeweiliger Fernseher eben kann. Oder euer jeweiliges Anzeigengerät, weil man kann natürlich auch einen Beamer oder einen Display oder was auch immer anschließen. Ist eigentlich ziemlich egal, Hauptsache ihr schafft es irgendwie halt eine Verbindung zu dem Ding herzustellen. Und wir machen das eben über das Display, ob das hier an der Seite steht. Das kann eine HDMI-Verbindung aufbauen hinten dran und natürlich dann auch noch ein Display-Port ist auch noch mit dabei. Und dementsprechend eins von den beiden Sachen ist eigentlich so praktisch an jedem Gerät auch verfügbar. Dementsprechend kann man es super verwenden. Und ich schaffe es eben dadurch, einen Desktop-artigen Zustand, wie wir den hier sehen, auf dem Fernseher zu bekommen, den aber nur das Smartphone generiert. Und ich kann dann einfach hier mit der Maus, Tastatur und allem, was ich sonst noch so anschließen kann, dieses Gerät eben verwenden und steuern. Wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, kann da oben in die Ecke klicken. Da gibt es wieder eine Infobox dazu. Da steht noch mal ein bisschen genauer, worum es hier eigentlich geht, was das alles bedeutet und könnt euch noch ein anderes Video dazu angucken.
da steht einfach noch oder wird noch mal ein bisschen genauer erklärt, was das alles bedeutet. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir genug gequatscht und ich würde sagen, wir schauen uns das erste Spiel an. Das erste Spiel heißt OMG Tangram. Da gehe ich einfach mal drauf. Es ist eine Art von Puzzlespiel. Und zwar so ein bisschen Richtung Origami. Oh, ich habe es alle noch gerade neu installiert. In dem Fall jetzt so ein bisschen Richtung Origami oder sowas in der Art. Und man muss eben verschiedene Puzzleteile anordnen nach solchen Origami-Figuren. Ganze ist kostenlos im Windows Store zur Verfügung gestellt und ist ein relativ schönes Puzzlespiel, bei dem man eben so die Teile dann unterschiedlich anordnen muss, drehen muss, an eine bestimmte Stelle setzen muss und dementsprechend dann dafür Punkte bekommt. Ihr seht hier auch schon das eigentliche Spiel. So eine ganz sanfte Musik ist auch hinten dran. Wenn ich es mir gerade nicht ausschalte, aus Versehen über den Mute-Button. Auf alle Fälle, hier gibt es eine ganz sanfte Musik, die da hinten dran spielt. Also sehr Richtung, ja, bisschen Ruhe und Frieden und so weiter erzeugen. Und ich kann einfach hier auf die Mitte draufklicken, das steht für den Play-Button. Hundertprozentig herausgefunden, was hier alles so ist, weiß, habe ich auch noch nicht. Aber was ich auf alle Fälle weiß, das hier sind einfach verschiedene Sternebewertungen. Und wir können hier oben jetzt einfach mal zum Beispiel auf die 1 drauf gehen. Dann kriegen wir erklärt, was los ist. Wir sollen also hier drauf tippen. Und wenn man drauf getippt hat, kann man eben mit der Maus oder dann mit dem Finger, wie man es auch immer machen möchte, eine Verschiebung herstellen und das Ganze eben an bestimmte Positionen bringen. Und genau das Gleiche machen wir hier jetzt auch nochmal. Und was ihr hier jetzt schon sehen könnt, ist, wir können das Ganze natürlich auch einfach drehen und dann eben eine bestimmte Position bringen, rastet dann ein. Also wenn ihr nicht genau den Winkel erwischt, auch nicht wichtig. Und wenn man es zum Beispiel umdrehen möchte, auch das geht, muss man halt einen Doppelklick machen. Das ist so das Wichtigste, was man wissen muss, damit man dieses Spiel spielen kann. Und das hier ist auch so praktisch das erste Level, mit dem wir mal anfangen. Und was man hier jetzt sehen kann, ist, er gibt euch einfach noch so Hilfen. Also das ist ein Tutorial im Endeffekt, was wir jetzt hier gerade spielen. Und was man hier jetzt sehen kann, ist, man muss eben an bestimmten Stellen in diesem schwarzen Bereich versuchen, das Ganze zu hinterlegen. Na. Und so jetzt eben versuchen, die verschiedenen Bereiche hier, die wir da zur Verfügung haben, auszufüllen und dieses Puzzle eben zu lösen, was wir hier gestellt bekommen. Und dafür sieht man jetzt auch schon, gibt es eben solche Hilfen am Anfang, zumindest später nicht mehr. Aber jetzt am Anfang in diesem Tutorial kann man eben einfach nochmal sehen, wo man jetzt die Sachen hinsetzen muss. Und wenn ihr zum Beispiel mehrere vom gleichen Typ habt, dann seht ihr auch, habt ihr diese grauen Hinterlegungen, wo sie euch anzeigen oder helfen, wo es halt hin kann. Und dementsprechend könnt ihr euch aussuchen, wo es hin soll. Und wenn ihr dann zum Beispiel das zweite hier auch noch habt, könnt ihr das natürlich auch hinsetzen und dementsprechend dann anpassen. Natürlich sehr einfach am Anfang, weil es euch natürlich auch einfach zeigen soll, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr habt am Anfang auch gesehen, wo die einzelnen Teile da waren. Also wenn ihr schnell hingeguckt habt, habt ihr auch die Möglichkeit, dann nach diesem Anfangspuzzle später zu puzzeln. Damit haben wir es geschafft, erstes Level abgeschlossen und diesen Origami-Bereich hingekriegt. Er sagt uns jetzt auch wieder, klickt doch mal drauf, okay, machen wir. Und dann können wir hier auch schon in den ersten Bereich reingehen. Übrigens, ihr werdet hier unten immer angezeigt bekommen, wie viele Puzzle ihr schon gelöst habt. Und dementsprechend können wir jetzt einfach mal hingehen und können eben solche Origami-Figuren nachbauen. Und jetzt seht ihr, hier sind eben die verschiedenen Figuren, die ihr jetzt hinterlegen sollt. Und das sind einfach immer ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Also es können Boote sein, es können Flugzeuge sein, es können Häuser sein. Es ist gerade egal, was es alles sein kann. Und dementsprechend versucht ihr eben einfach über diese Drehung, die Positionierung, die ihr dann habt, hier eine gute Figur hinzubekommen und die eben gut nachzuvollziehen, wo sie hin muss. Ihr seht auch, es gibt so Einrastpunkte. Also wenn ihr es mal irgendwie ungefähr in die richtige Richtung geschoben habt, das reicht dann typischerweise schon, dass es anpasst. Habt ihr auch hier wieder gesehen, das ist relativ verzeihend, wenn man den Winkel auch nicht so hundertprozentig hinbekommt oder so. Hauptsache ungefähr in die richtige Richtung gebracht.
Und so versuchen wir eben jetzt den schwarzen Bereich da hinten mit diesen Figuren hier voll zu machen. Und wenn wir es geschafft haben, gibt es eben dann diese Figuren, nochmal diese Info, hey, ihr habt es geschafft, damit habt ihr jetzt wieder ein Level geschafft. Und wir können wieder draufklicken und haben einen zweiten aufgeführt. Und so gibt es natürlich dann auch eine zeitliche Begrenzung, also je nachdem, wie schnell ihr eben seid, könnt ihr euch selber nochmal übertreffen. Solche Geschichten kommen da rein. Ich weiß gar nicht, ob es dafür mehr Punkte gibt, wenn man das schafft. Ich glaube eher nicht, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Auf alle Fälle kann man so jetzt die ganzen verschiedenen Levels hier einmal durchgehen. Und das Lustige ist eben, dass es praktisch alles so aus den gleichen Teilen aufgebaut ist, wie das bei Origami als Beispiel eben auch ist. Ihr versucht eben immer aus den bestehenden Teilen, die ihr so habt, die Figuren nachzubauen. Hier wäre er jetzt hingesprungen, aber das klappt natürlich jetzt erstmal nicht, so wie das im Moment aussieht. Das muss ich mal gucken. Vielleicht unten, das was unten mal versuchen hinzupacken. Aber sieht auch nicht so gut aus. Lasst uns mal ausprobieren, was jetzt passiert. Den Fall, dass es jetzt nicht reingepasst hat, hatte ich jetzt auch noch nicht. Deswegen mal gucken, was passiert. Ich glaube, man kann einfach Überlagerungen setzen. Also wenn es dann sich überlagert, ist auch nicht schlimm. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, was dann passiert. Aber das sehen wir ja dann gleich zusammen. Hinhaben, also nehme ich mal dieses Ding und pack das mal nach hinten. So, und jetzt sieht man aber schon, das kann im Prinzip jetzt mit dem einen Teil nicht mehr gelöst werden, dieses Puzzle. Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich jetzt was anderes auch wieder öffnen. Schon allein, weil wir hier diese Überlagerung haben, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass vielleicht hier unten irgendwas anderes hin muss. Gucken wir mal, wie man es vielleicht anordnen könnte. Sieht aber auch hier eher schlecht aus mit diesem. Aber das ist natürlich auch Teil des Spiels, einfach, dass ihr hier jetzt versuchen müsst, irgendeine Form zu generieren, die eben gut funktioniert. Lustigerweise finde ich das jetzt selber gerade nicht unbedingt leicht, was ich hier habe. Das würde hier ganz gut reinpassen, allerdings habe ich dann auch woanders wieder Probleme. Also so hundertprozentig sicher, wie ich das Ding hier zu legen habe, weiß ich gerade selber nicht. Was aber natürlich auch einfach den Spaß an diesem Spiel ausmacht. Wir müssen nämlich ausprobieren und versuchen, das dann wirklich hinzubekommen, mit diesen Teilen dieses Ding hier auch auszuführen. Gibt es zum Beispiel auch offline, also im Sinne von, dass es im realen Leben dann so verschiedene Figuren gibt, habe ich auch schon als Kind irgendwie mal geschenkt bekommen, meine ich. So sagen, finde ich gerade eher schwierig. Nö, kriege ich gerade nicht hin. Dann würde ich sagen, damit ihr mir jetzt nicht die ganze Zeit zugucken müsst, gehen wir hier einfach mal zurück. Und ihr könnt ja mal selber ausprobieren, ob ihr zum Beispiel dieses Level gelöst bekommt. Ihr seht, dann wird es immer komplizierter mit dem Goldfisch, mit Schiffen und so weiter. Am Anfang alles so ein bisschen Richtung maritime Welt.
Und dann probiert es doch einfach mal aus, schaut mal, ob ihr es gelöst bekommt. Wie ihr gesehen habt, ich müsste jetzt noch ein bisschen weiterspielen, aber weil es einfach ein bisschen blöd für euch ist, da jetzt die ganze Zeit zuzugucken, würde ich sagen, wir gehen einfach mal zum zweiten Spiel über. Aber schönes Spiel, probiert es mal aus. Besonders für Puzzle-Fans ist das eine gute Geschichte und wirklich nicht unbedingt leicht. Wie man hier gesehen hat, schon im zweiten Level oder so, kann man da schon mal hängen bleiben und muss man ein bisschen rumspielen und ein bisschen rumprobieren, bis man es dann hinbekommen hat. Aber das ist natürlich auch das, was das Ganze dann ausmacht. Dementsprechend gehen wir aus dem Spiel mal raus und gucken uns einfach mal das zweite Spiel an. Das zweite Spiel ist ein kleiner Plattformer. Da ist sehr schade, dass der Xbox One Wireless Controller zum Beispiel da noch nicht funktioniert. Das ist Get the Robot. Gehe ich einfach mal drauf. Da wird er sich nämlich super eignen, aber leider klappt es halt nicht. Wir können es aber mit der Tastatur und der Maus spielen. Und natürlich sonst, wenn ihr über Touch spielt, geht das natürlich genauso. Und ja, worum geht es hier? Im Endeffekt seid ihr ein Eichhörnchen. Und dieses Eichhörnchen, das muss sein Haus wieder aufbauen oder sowas in der Art. Und dafür muss es Roboterteile sammeln. Fragt mich nicht hundertprozentig, warum jetzt dieses Eichhörnchen solche Roboterteile hier braucht, aber es ist so. Ich habe auch schon mal ganz kurz reingespielt, deswegen sieht man hier auch ein bisschen schon, was da passiert ist. Ihr seid im Prinzip dieser kleine Kerl und ihr geht auf die Jagd nach Robotern, als kleines Eichhörnchen eben. Und ihr habt so eine Eichelwaffe im Endeffekt, also werft mit Eicheln und könnt dadurch dann eben Roboter abknallen. Und das Ganze ist einfach ein 2D-Plattformer, mit dem man hin und her springen kann und durch die Gegend rennen kann. Und was ihr eben als Ziel habt, ist, solche Teile einzusammeln. Ich weiß gar nicht, ob man das da sieht. Na, eher nicht. Also Roboterteile einzusammeln, um Häuser bauen zu können. Denn die wurden irgendwie vernichtet, wahrscheinlich durch einen Angriff von Robotern. Und ihr müsst eben versuchen, dann eben die Häuser hier wieder nachzubauen. Und was ihr hier schon sehen könnt, ist, mein erstes Haus ist jetzt praktisch fertig. Da können wir auch mal reingucken. Und was man hier sieht, wir können es im Prinzip kaputt machen, möchte ich aber eigentlich nicht und das war es auch praktisch. Sonst können wir hier einfach noch weitere Häuser bauen, aber dafür brauchen wir eben Sterne. Und Sterne haben wir am Anfang noch nicht wirklich viele. Dementsprechend müssen wir eben auf die Jagd gehen, um Roboter abzufangen und dann weitere Häuser zu bauen. Und hier seht ihr im Prinzip jetzt die verschiedenen Levels. Das ist das erste Level, in dem wir uns befinden. Da gehe ich einfach mal drauf und wir spielen das Ganze mal durch. Hier sieht man die verschiedenen Gegner übrigens, die da oben dran gezeigt wurden. Spielen tut ihr mit WASD, mit der Leertaste und das ist jetzt ein bisschen blöd, aber da kommt man leider nicht außen rum. Die Kanone hier mit den Eicheln, die könnt ihr nur über die Maus auslösen. Warum, weiß ich auch nicht, aber wenn man es mal weiß, ist es nicht so wichtig. Springen könnt ihr auf alle Fälle mit der Leertaste, sonst mit A und D und WASD könnt ihr euch bewegen. Und hier seht ihr schon, hey, warum bewegen die sich? Das sind nämlich solche Roboter, die ihr abfangen müsst, oder Drohnen in dem Fall. Und dementsprechend, they are looking for gravity, ich habe keine Ahnung, was er da gerade quatscht. Aber auf alle Fälle könnt ihr eben dann mit eurer Eichelkanone feuern. Ich mach mal ein bisschen die Lautstärke runter, genau, und ihr könnt eben springen mit der Leertaste, noch eine andere Taste erwischt, mit der Leertaste könnt ihr springen, auch mehrfach, also wenn ihr solche Mehrfachsprungmöglichkeiten habt. Ihr könnt übrigens auch einfach halten und jetzt habt ihr gesehen, als wir den abgeknallt haben, kamen da diese Teile, die müsst ihr möglichst schnell überrennen, um dann auch hinzukommen. Und das hier sind solche Sprungdinger, da kann man im Prinzip draufspringen, um zum Beispiel da oben hinzubekommen. Oder hinzukommen möchten wir aber eigentlich nicht, denn wir möchten ja hier versuchen, möglichst viele von diesen Robotern zu bekommen. Und da muss ich jetzt nicht wirklich drauf gehen. Außerdem kann ich da oben solche Coins einsammeln, die helfen auch. Was ihr auch gesehen habt, ihr werdet dann immer nach vorne gebracht. Hier gibt es irgendwelche Steine. Ich habe noch nicht herausgefunden, was diese Steine eigentlich sind. Ihr könnt einfach diese Steine verwenden, um irgendwo auch weiterzukommen. Aber was ich davon habe, diese Steine zu verwenden, das weiß ich selber nicht. Auf alle Fälle kann man auf sie draufspringen und kann dann dadurch weiter. Was auch lustig ist, ihr merkt, die werden auch abgelenkt. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal um die Ecke schießen müsst oder so, auch sowas ist möglich. Und wir sammeln hier einfach diese Dinger ein, laufen durch und können eben noch diese Coins einsammeln,
Und wenn ihr eben mal gegen einen von denen gegenrennt, dann habt ihr da auch ein bisschen HP. Seht ihr da oben? HP 91 habe ich jetzt noch. Also ihr könnt da ein paar Mal vorrennen, bevor es euch wirklich was tut. Aber übertreibt halt nicht. Und umso mehr dieser... Oh, die wehren sich natürlich, müsst ihr also aufpassen. Und es gibt einfach ganz viele verschiedene Gegnertypen, gegen die ihr spielen könnt. Okay. So, und jetzt gibt es eine Invasion. Und diese Invasion bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass ein Haufen Roboter auf euch zugeflogen kommt. Die natürlich alle möglichst einsammeln solltet und abknallen. Übrigens, absaufen tut ihr nicht automatisch, wenn ihr mal ins Wasser fallt. Verstehe ich nicht ganz, warum das nicht so ist, wofür ich dann Wasser überhaupt habe, aber so ist es halt. Und was ihr auch seht, es gibt auch Gegner, die jagen euch so ein bisschen zumindest. Passt also auf. Und einfach unterschiedliche Gegnertypen, solche verschiedenen, ja, wie ihr es jetzt hier gerade gesehen habt, es gibt einmal diese fliegenden Dinger, die halten dann auch ein bisschen mehr aus. Außerdem natürlich noch die, ja, diese Standarddinger, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und natürlich auch solche Fische und ganz verschiedene Sachen. Wisst ihr was? Ich drehe mal hier die Lautstärke noch ein bisschen runter. Wir sind gerade hochgelevelt worden. Was das bedeutet, kann ich euch selber gerade noch nicht sagen. Doppelsprungverfahren, also einfach mehrfach auf die Taste drücken, um dann eben nach oben zu kommen und noch ein bisschen höher springen zu können. So. Und wenn ihr eben durch seid, lauft ihr einfach ganz nach hinten zu dem Ende hin, dann seht ihr noch so eine kleine Zusammenfassung, was ihr eben geschafft habt, wie viele von den Viechern ihr abgeknallt habt, wie viele Teile ihr rausbekommen habt. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich einsammeln und kommt wieder zurück, um euer Haus weiterzubauen. So, und da oben sehen wir, ein Haus ist fertig. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch ein zweites bauen können. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben 12 von diesen Sternen. Oder, also, hier unten steht es im Endeffekt, diese Zahl ist das. Wir können also vielleicht mal versuchen, ein weiteres Haus zu bauen, nämlich dieses hier. Kriegen wir fünf Leute rein, die da arbeiten können. Das hier sind so Upgrades, die wir reinsetzen können. Und dementsprechend machen wir das doch einfach mal. Und was man jetzt aber auch sieht, ich habe nicht genug von diesen Einzelteilen. Da muss ich jetzt noch gucken, dass ich eben in den nächsten Leveln, die ich dann so durchlaufen werde, weitere Einzelteile zusammenbekomme, um eben dann das Ganze auch bauen zu können. Das heißt, was jetzt dahinter steht, ist einfach, ihr wollt eben diese Bereiche hier alle fertig bauen, müsst dafür jetzt immer mehr von diesen Missionen, die wir gerade durchgespielt haben, durchspielen und dementsprechend immer weiterkommen, um eben möglichst viele davon einzusammeln und damit klarzukommen. Ich würde sagen, wir hören jetzt auch mal auf mit dem Spiel. Ihr habt schon so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Es ist einfach ein Plattformer-Game, bei dem ihr auch schießen könnt, ihr springt. Ihr versucht nicht auf andere Viecher drauf zu springen, wie es jetzt bei Mario oder so ist, oder unten drunter gegen zu springen oder sowas. Funktioniert in dem Fall nicht. Ihr müsst wirklich einfach drüber laufen, schießen und die Leute eben abknallen und natürlich mit dem Springen dann auf verschiedene Plattformen kommen, ausweichen, wenn sie mal auf euch schießen und so weiter, kommt nämlich auch noch. Und dementsprechend, das ist das Spiel und probiert es auch gerne mal aus. Es macht relativ viel Spaß. Gut, dann gehe ich hier auch mal raus. Und das letzte Spiel, was ich euch dann in dieser Episode zeigen möchte, ist Modern Tales Age of Invention. Das ist wieder so eine Art Mini-Wimmelbild-Spiel, kann man echt nicht sagen. Es ist ziemlich aufwendig. Und was jetzt hier dahinter steht, ist einfach... Auch wieder von Artifix Mundi, kennen wir. Gehe ich einfach mal drauf.
Was hier dahinter steht, ist einfach mal gucken, ob die Startanimation nochmal kommt. Wenn er nochmal kommt, dann erzähle ich euch gar nicht viel weiter, weil es ist nicht. Ja. Brilliant scientist killed my envious competitor. Terrible explosion during experiment. Underwater machine catastrophe. As far as we know, these were not ordinary accidents. We know the man who's behind this madness. Scientists must unite. We won't allow any more accidents. We will watch over the world, keep our inventions a secret, and use them to protect others. Ja, und da habt ihr im Prinzip auch schon gesehen, worum es geht. Also im Endeffekt ganz kurzer Vorspann, aber irgendwie werden Wissenschaftler getötet. Und die Wissenschaftler sind in so einer Geheim-Society, wie auch immer, eben organisiert und müssen jetzt irgendwas dagegen tun. Und sie haben eben Erfindungen erfunden und scheinbar kommt irgendeiner und erschießt dann Wissenschaftler, um die Erfindungen einzusacken. Und wir müssen herausfinden, was dahinter steht. Ihr könnt euch einen Namen geben. Ich könnte jetzt Emily bleiben, aber Emily ist eure Hauptdarstellerin. Was ich jetzt wieder mache, ist, mich mal Fuch und CD zu nennen. Übrigens, ich bin theoretisch ein Mädel, also ist es ein bisschen seltsam, mich so zu nennen, aber was soll's. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns mal das Spiel an. Es gibt eine Vollversion davon und einfach so eine Art Trial. Wir spielen im Moment jetzt nur mal die Trial ein bisschen ab. Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch die andere Variante dann holen, könnt ihr noch ein paar mehr Level spielen. Aber so, um mal reinzuschauen, reicht das hier auf alle Fälle aus. Was ihr hier jetzt sehen könnt, ist typisch für diese Games, man kann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einstellen. Nämlich einmal den Standard, dann fortgeschrittene Experte und eigene Definition. Eigene Definition heißt einfach, dass ihr diese Attribute, die hier so aufgeführt sind, selber definieren könnt, ob ihr sie haben wollt oder nicht. Und wichtig an diesem Ding hier ist eigentlich erstmal, dass ihr halt das wählt, was ihr auch so von eurem Dings her könnt. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal Standard. Man könnte natürlich jetzt auch fortgeschritten oder so machen. Exposition Universelle, 1900, Paris. A glance into the bright future of humankind. An opportunity for inventors to meet wealthy investors. For investors to find profitable inventions. And a haven for spies and villains looking for a high-tech advantage. I'm lucky to have gotten out of those dark affairs, but still I wonder, why is there so much greed and evil in the world? One day, I'll do something about it, but now I must hurry. I promised to take part in the final tests of my dad's invention, and I'm a little late. Pardonnez-moi. Hello, Dad. I'm right on time, am I not? You're late, my dear. It's high time you grew up and became more reliable. I know, Dad. I'm so excited. People will admire your invention, sending energy through the air. Admire or desire? I'm not sure they're ready for this. In any case, did you pick up the prism I ordered? Of course. I have it in my bicycle bag. Please bring it to the pavilion. It's time to begin the final test of the energy emitter. Ja, und wie gesagt, wir können eine interaktive Anleitung ins Spiel, das machen wir dann auch, aber ihr habt gesehen, ihr seid im Prinzip diese Emily, ich heiße jetzt Fuku CG, aber egal, also diese Emily, die im Prinzip jetzt in den Pavillon soll, um eben eine der Erfindungen reinzusetzen. Interessanterweise gibt es diese Erfindungen jetzt mittlerweile schon, so ein bisschen zumindest. Nicht genauso, wie es hier dargestellt wird, aber man kann mittlerweile Wireless Strom übertragen. Ziemlich coole Geschichte, habe ich letztens gelesen. Natürlich nur in ganz, ganz geringen Mengen und das Ganze funktioniert dann über Radiowellen. Aber vom Prinzip her irgendwie ohne eine echte Verbindung zu haben, kann man dann irgendwie über so 10 Meter oder sowas kriegt man eben Energie übertragen. Hat dann auch nichts mit NFC oder so zu tun oder mit irgendwelchen Induktionsgeschichten, sondern wirklich über Radiowellen wird dann Energie übertragen, die man in einen Akku zum Beispiel packen kann. Ziemlich cool. Aber ganz ähnliche Sache hat er hier auch gefunden oder erfunden und wir gehen einfach mal rein. Und ich würde sagen, wir spielen mal kurz diese interaktive Einführung, um da auch mit klarzukommen. Und wir können uns hier zum Beispiel jetzt einfach mal das Fahrrad anzeigen lassen, wie wir wollen. Gehen wir auch hier mal rein, gucken da mal drauf, müssen jetzt diese Laschen hier lösen, damit wir natürlich dieses Ding aufkriegen und können da mal reingreifen und in dem Fall
jetzt eben hier dieses Aufgabenbuch rausholen. Und was sollen wir machen? Wir sollen das Prisma, was wir eben dabei haben, zu unserem Vater bringen, wahrscheinlich in den Pavillon. Außerdem gibt es hier noch weitere Sachen. Das ist das Prisma. Da ist es. Das sollen wir natürlich rüberholen. Außerdem können wir hier mal reingucken, aber da brauchen wir erst noch einen Schlüssel für. Und man sieht es hier auch schon schön, man muss immer mal in diesen Spielen irgendwas machen möchte und man ist in den leichteren Modi zumindest, dann hat man immer solche Hinweise, die glitzern so auf, wo man irgendwie was tun kann, wo man mal hingreifen kann. Wenn man nichts mehr machen kann, dann sieht man natürlich auch, dass der Mauszeiger sich jetzt nicht mehr verändert. Außerdem gibt es ein verstecktes Atomsymbol, das ist diese Sachen, das sind immer so Collector-Geschichten, die wir eben sammeln können. Und wir gehen einfach mal in den Pavillon rein. Und was man jetzt auch sieht, es ist so ein bisschen wie ein Adventure aufgebaut. Also man kann dann wirklich hingehen und kann zum Beispiel mit unserem Professor hier reden. Und das ist natürlich auch unser Vater. Finde ich ziemlich lustig, das sieht auch ziemlich jung aus dafür, dass das unser Vater ist, aber meine Güte. I want you to be the one who starts the emitter for the first time and shows it to the audience. Dad, I don't know what to say. I'm so happy, but I hope you will help me. Of course I will, Emily. Are you ready? Turn the emitter on. I've prepared a step-by-step manual. It's near the control panel. You will need this magnetic key to unlock the prism socket. Take it. Ja, also wir sollen jetzt diese Maschine hier das erste Mal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sollen uns diesen Schlüssel hier schnappen und es gibt irgendwo in der Nähe, statt den Energieemitter, das sollen wir jetzt tun, und es gibt hier irgendwo in der Nähe ein Handbuch, um das Ganze zu tun, da stehen dann Sachen drin. Oder wir gehen einfach mal hier auf den Tipp, da wurden wir auch darauf hingewiesen. Und der zeigt uns jetzt, was wir eben zu tun haben und wo wir hin sollen. Gut, wir versuchen einfach mal was. Ja, also, im Moment soll man noch nichts machen, weil der Emitter noch nicht so weit ist. Batterie ist eingelegt, so wie es aussieht. Und immer wenn ihr eben nicht weiter wisst, könnt ihr hier draufklicken und er gibt euch noch einen kleinen Tipp. Der muss irgendwann mal wieder aufladen. Ihr habt dann nicht unendlich viele davon natürlich. Und hier können wir jetzt einfach mal auch zum Beispiel Sachen miteinander kombinieren. Packen die eben rein. Jetzt haben wir hier den Prisma-Sockel, können da also jetzt das Prisma einlegen. Okay. Außerdem haben wir hier noch diese Ventilgeschichte und wahrscheinlich irgendeine Druckluftgeschichte, die wir eben einsetzen müssen. Wir können den Hebel umlegen. Okay, wir brauchen Druck. Versuchen wir es nochmal. Jetzt haben wir auch eine eingelegte Geschichte. Und dementsprechend ist jetzt erstmal dieser Emitter scheinbar fertig. Wir können also jetzt nach oben laufen. Hier gibt es noch eine Info. Wir haben das Hydrauliksystem mit Druck verlegt. Wir haben den Magnetschlüssel verwendet. Wir haben das Prisma verwendet. Wir haben den Hebel umgelegt. Und jetzt müssen wir noch die Stromversorgung erzeugen. Das war das Ding, was wir hier oben gesehen haben. Und ich versuche mal hier drauf zu drücken. Das scheint auch schon gewesen zu sein. So, 1279 müssen wir uns merken. Und wir sollen jetzt eben, weil da irgendeine Lampe kaputt gegangen ist, das Ganze auch nochmal wieder austauschen. Muss ich mal gucken, wo ich denn diese Truhe her habe. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht. Voll aufgeladen ist es. Gucken wir nochmal. Ah, das da war noch interessant. Was ist das? Druck ist richtig, sagt er uns da einfach nur. Okay. Dementsprechend können wir jetzt einfach mal gucken, ob wir zum Beispiel in einer dieser Truhen das Ganze finden können. Hier haben wir den Code. Wir müssen ihn uns nicht merken, er wird uns hingezeigt, wenn wir ihn schon haben. Dementsprechend können wir jetzt einfach hier mal hingehen und können durchklicken, die Zahlen durchgehen. Und je nachdem, wo ich klicke, wird es eben nach oben oder nach unten gesetzt, diese Zahl. Wie man hier sehen kann, setzen wir auf 9 und drücken mal auf den Knopf. Damit haben wir die Truhe auf, können das Ding aufmachen und finden ein paar Dinge drin, nämlich ein paar Ersatzteile. Und da ist die Lampe. So, und dafür gehen wir einfach mal wieder dran. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Lampe eigentlich ist, die wir ersetzen sollen. Das
deswegen gucken wir einfach mal, wo sie denn sitzen könnte. Ja. Hier offensichtlich nicht. Hier sehe ich sie auch nicht. Na, wo ist er denn? Er führt uns immer wieder hier hin. Ja, da ist eine Lampe kaputt gegangen. Die tauschen wir einfach mal aus. Können die Tür wieder zumachen, machen hier wieder den Strom an. Jetzt scheint es okay zu sein. Wir haben einen starken Impuls ausgelöst und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. I hope we didn't destroy anything outside. Please go and see if everything is okay out there. Ja, und wie man sieht, haben wir jetzt einen Impuls ausgelöst, müssen jetzt nach draußen. I think everything is okay, and no one noticed anything. Tja. Miss, are you okay? You fainted. I'm Inspector Schaffer. You were unconscious for almost half an hour. I feel a bit dizzy, but I'm okay. My father, where is he? He was inside the pavilion. I'm so sorry. It's hard to believe, but the pavilion is empty. Everyone has disappeared. Witnesses say a sphere of light crashed through the pavilion's dome and moments later flew back into the sky. I inspected the pavilion. Everything has been destroyed, but no one was there. No dead, no wounded. I'm beginning an investigation. Could you provide me with a picture of your father? I have one in my apartment at Rue Mange. So, you say someone kidnapped all the scientists? It is possible. Someone interested in their work, perhaps. Please, bring me a picture of your father. Tja, und was ist passiert? Wir haben im Prinzip die Maschine eingeschaltet, dabei ist irgendein Energieimpuls oder sowas ausgelöst worden. Wir sollten mal rausgehen, um zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Und plötzlich kam eine Kugel angeflogen und hat unseren Vater und alle anderen Wissenschaftler in diesem Gebäude entführt. Ich tippe mal, dass es was zu tun hat mit der Anfangssequenz, wo eben der eine Wissenschaftler erschossen wurde. Denn die jeweiligen wissenschaftlichen Erfindungen werden hier jetzt geklaut und dann weiterverwendet. Und jetzt sollen wir diesem Inspektor, der uns im Prinzip eine halbe Stunde später aufgeweckt hat, weil wir eben ohnmächtig geworden sind bei dieser Explosion oder diesem anfliegenden Ding, was dann hier in den Pavillon reingekracht ist, hier oben sieht man es, sollen wir ein Bild geben, damit er eben nach unserem Vater suchen kann. Und dementsprechend versuchen wir unser Glück einfach mal und gucken mal, wo wir im Prinzip sind. Das ist nicht meine Adresse, also hier wohnen wir nicht, da brauchen wir also nicht hin. Da ist der Eiffelturm, da muss ich im Moment nicht hinlaufen. Und dementsprechend müssen wir jetzt eben weiter suchen und herausfinden, wo es denn lang geht. Wenn wir nicht weiter wissen, einfach den Tipp verwenden. Wir können nochmal wieder zurückgehen, um zu gucken, was los ist. Und da oben ist irgendjemand, der gerade abgehauen ist. Also irgendwas läuft hier ganz gewaltig komisch. Und wie man hier sieht, alles ist kaputt. Wir brauchen hier eigentlich kaum noch reinzugucken. Hier gibt es nicht mehr wirklich viel, was man noch tun könnte. Außer dieses Ding hier noch einsacken. Das tun wir auf alle Fälle. Und was sonst noch hier zu tun ist. Schlüssel steckt, kann man nicht rausnehmen. Aha, auch wichtig, da gibt es noch irgendeinen Schalter oder sowas in der Art, den wir wieder gefunden haben. Was ist es? Ein elektrischer Chip, der da gehangen hat. Also wie immer bei diesen Wimmelbildspielen, versucht immer möglichst viel mitzunehmen, genauso wie bei Adventures oder sowas. Einfach alles nochmal durchgucken und schauen, dass hier nichts mehr irgendwie übrig bleibt. Was man eventuell noch haben könnte. Und hier sieht man ein echtes Wimmelbildspiel. Das heißt, wir müssen auf diesem Bild jetzt einfach verschiedene Dinge finden.
haben jetzt zum Beispiel dann was gefunden. Und interessant an der ganzen Geschichte ist, weil es ja so eine Scientific-Geschichte ist, also so eine Storyline, die eben im Prinzip sich um Wissenschaft und so herum anordnet, kann es sein, dass ihr auch so ein paar Rätsel in dieser Richtung gestellt bekommt. Also ihr müsst zum Beispiel jetzt hier nicht wie beim klassischen Wimmelbildspiel irgendwie einfach nur Sachen suchen, sondern ihr müsst teilweise auch Rätsel lösen, um an die Sachen ranzukommen. Coole Geschichte, finde ich, was sowas angeht. Und einfach noch ein bisschen interessanter auf die Art, als es normalerweise so das ganz klassische Wimmelbildspiel ist. Wir gehen aber nochmal wieder zurück und gucken mal, was wir hier sonst noch so finden und mitnehmen können. Das sind natürlich jetzt die Sachen, die uns angezeigt werden. Telefon, Magnet, Kristall, Flügel und so weiter. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir sonst noch so finden können. Ein Kopfhörer soll es hier irgendwo noch geben. Sonst natürlich ein Telefon, ein Flügel und so weiter. Wir können mal gucken. Da hängt ein Flügel. Ich klicke mal drauf. Das ist auf alle Fälle mal der Flügel gewesen. Jetzt haben wir noch einen Kopfhörer, der ist hier an der Stelle. Wir haben einen Notizblock. Da, genau. Außerdem ein Telefon, eine Brille und eine Uhr. Telefon sind die alten Telefone, stehen hier oben. Oder steht hier oben. Eine Brille und eine Uhr suchen wir jetzt noch. Das könnte die Uhr sein. Und die Brille, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht mehr, wo die war. Da vielleicht. Ja, okay, war so eine Schweißerbrille. Da ist sie. Und dementsprechend haben wir verschiedene Sachen jetzt gefunden. Und dadurch, dass wir das Wimmelbild gelöst haben, haben wir eben jetzt auch noch was an weiteres mitbekommen, was wir auch wieder mit uns herumtragen können. Also versuchen wir mal hier wieder rauszukommen und gucken mal weiter. Der meint immer noch, wir sollen da wieder rein. Also gibt es hier noch irgendwas zu tun? Gucken wir uns hier mal das Ganze an. Aber wenn ich mich nicht total irre, habe ich hier eigentlich so ziemlich alles mitgenommen. Ja, würde ich so sehen. Brauchen wir hier nicht mehr weiter gucken. Wir gucken uns mal kurz den Himmel an. Die Kuppel ist natürlich zerstört worden, als diese Kugel reingeflogen ist. Können wir also nichts machen. Hier müssen wir die Abdeckung loslösen. Da weiß ich im Moment nicht, wie wir das könnten. Wahrscheinlich können wir es noch gar nicht, weil uns einfach so ein Schlüssel fehlt. Aber ich probiere einfach mal so ein paar Sachen aus. Aber würde ich sagen, bringt uns nichts. Das heißt, hier gehen wir wieder raus. Und er meint immer noch, wir sollen wieder zurück in dieses Teil. Dann gucke ich mal, was er uns denn sagt, wo wir gucken sollen. Wir sollen an dieser Stelle gucken. Ah, und jetzt, dadurch, dass wir wieder Druck aufgebaut haben, konnten wir den Schlüssel wieder loslösen. Und können jetzt zum Beispiel einfach mal versuchen, nach Hause zu kommen. Da oben in der Wand ist nämlich eine Öffnung, die gut zu unserem Schlüssel passen würde. Und damit sind wir hier und haben ein neues kleines Rätsel zu lösen. Ich gucke mal, ob das Ding hier reinpasst. Scheint es zu tun. Ja. Und so müssen wir jetzt die verschiedenen Elemente hier auch finden, die da draufstehen. Wir haben natürlich noch nicht alle, hiermit kann ich nichts anfangen. Dementsprechend sind wir eigentlich jetzt hier erstmal fertig, würde ich sagen. Aber wir gucken mal, was er uns vorschlägt. Nee, er meint, wir müssen hier nochmal rein. Mhm.
Okay, alles klar. Wir haben also einen Griff freigelegt, können jetzt in diese Wohnung rein und können uns hier auch weiter umschauen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt auch die Wohnung noch durchsuchen und so weiter, würde ich euch das einfach mal überlassen und ihr schaut einfach mal in das Spiel rein, wenn es euch gefallen hat. Es ist ein typisches Rätselspiel, aber relativ cool gemacht mit schöner Story außenrum, Zeichnungen und so, wie immer bei diesen Spielen eigentlich sehr, sehr schön bei diesem Mundi, weiß gerade nicht, wie sie heißen. Auf alle Fälle sehr schön gemacht und einfach ein nettes Spiel, besonders wenn man ein bisschen Zeit hat und ein bisschen puzzeln möchte. Und ihr seht schon, es ist relativ komplex, weil ihr verschiedene Dinge miteinander kombinieren müsst, wirklich so Adventure-like das Ganze habt, ihr redet mit Leuten, ihr müsst versuchen, eben verschiedene Dinge zu sammeln, um sie zu kombinieren, mit anderen Dingen zu kombinieren. Es gibt ganz verschiedene Rätselarten in diesem Spiel, also zum Beispiel diese Wimmelbildgeschichten, es gibt einfach Suchgeschichten, es gibt solche Verschiebegeschichten und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die man so machen muss. Und wirklich ein schönes Spiel, schön gezeichnet, schön aufgebaut, sollte man unbedingt mal ausprobiert haben. Also ladet es euch gerne mal runter, erstmal in der kostenlosen Variante, sonst könnt ihr es natürlich auch kaufen, wenn ihr dann irgendwann am Ende seid. Wenn ihr so ein paar Level durchgespielt habt, ein paar Schauplätze durchgespielt habt, dann kommt ihr irgendwann zu dem Punkt, dass ihr eben dann die Vollversion kaufen müsstet, wenn ihr es dann noch spielen wollt. Und dementsprechend probiert es einfach mal aus. Lohnt tut sich auch, was die Kaufversion angeht, relativ stark, finde ich zumindest, weil es einfach ein schönes Spiel ist, wenn man diese Art von Spiel mag. Wenn man natürlich keine Wimmelbildspiele und keine Adventure-Spiele und so mag, dann ist es nichts für einen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig. Ich würde jetzt hier nicht weitergehen in dem Spiel, wie gesagt, will euch nicht alles vorwegnehmen. Schaut einfach mal selber rein und spielt ein bisschen. Und dementsprechend würde ich sagen, habt eine wunderschöne Woche, natürlich einen super Silvesterabend, weil heute ist ja der 30. Das heißt, morgen und übermorgen, je nachdem wie man sieht, ist dann eben das neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, kommt super rein, habt viel Spaß, Brot statt Böller und so, ihr wisst schon. Und dann würde ich sagen, super schöne Woche, bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen tollen Jahresausklang und habt viel Spaß damit. Wie immer, lasst doch bitte ein Like oder ein Dislike, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht hier. Dann abonniert das Ganze natürlich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, um auch die nächste Episode wieder zu bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zum Beispiel das Ganze auch shared, an eure Freunde weitergebt, wenn da jemand dabei ist, den das interessieren könnte, dann auf alle Fälle auch an den weitergeben. Ich wünsche euch dementsprechend eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, guten Rutsch und auf Wiedersehen!